Ahoi Hydropiraten, es gibt noch einige Referenzen zu den Real-Life-Früchten von den Pokémon-Bären und über die reden wir nach dem Intro. Viel Spaß! Die vorherigen Folgen findet ihr oben in der Infobubble oder in der Videobeschreibung und es gibt übrigens eine Playlist. Kommen wir zu Bäre Nummer 41. Das ist die Rospelbeere und sie besteht seit Pokémon Diamant und Perl. Aus dieser Beere kann man Pokeriegel und natürlich Knupse herstellen und sie schwächt sehr effektive Kampfattacken vom Gegner, wenn dein Pokémon diese Beere trägt, um genau 50%. Die Rospelbeere referenziert an den Real-Life Rosenapfel, da finde ich, dass die Form, Farbe und natürlich der Name hervorragend passt. Der Rosenapfel ist eine Sorte unseres Kulturapfels, der auf Botanisch Malus domestica genannt wird. Nummer 42 ist die Grachtsbeere und ja, die wurde auch in Diamant und Perl eingeführt und man kann auch Knopse und Pokeriegel herstellen. Im Kampf hat sie denselben Effekt wie die vorherige Beere, nur mit Giftattacken. Vom Verhalten her im Bild, also dass man halt einen Spalt hat, wo die Samen rauskommen. Sagen, weißt du, das Video hat nicht mal angefangen, es geht schon so los. So, ihr wisst, was ich meine, ja? Und das ist eine Referenz an die Akebia-Frucht. Die tut das genauso. In der mittleren Reifephase, oh Gott, platzt sie dann in der Mitte auf und die schwarzen Samen kommen zum Vorschein. Das haben wir so in der Schule gelernt, das ist kein Scheiß. Pass auf, steck noch einen drauf, die im Übrigen in Gelee eingehüllt sind. Im Englischen heißt sie übrigens Akebia Berry, also kann man sicher sein, dass es sich da um eine Akebia handelt. Nummer 43 ist die Schukebeere. Auch sie kommt aus Pokémon Diamant und Perl und hat den gleichen Effekt wie die vorherigen Bären mit Bodenattacken. Ich denke, alleine von der Farbe und der Form und wie sie halt gestaltet wurde, kann man schon sagen und erkennen, dass es sich dabei wirklich um eine Cashew handelt. Viele kennen es unter dem Begriff Cashewnüsse, wobei das nicht ganz so richtig ist, denn das, was wir als Nuss bezeichnen, ist eigentlich der Kern der Frucht. Und durch die Form dieses Kernes, den man halt essen kann und weiterverarbeiten kann, wird er auch sehr gerne Nierenbaum genannt. Nummer 44 macht genau dasselbe wie die Vorgänger, nur mit Flugattacken, aber sie besteht genau wie die anderen aus Diamant und Perl und man kann Knopse und Pokeriegel herstellen. Ich rede von der Kobabeere. Die Referenz zu der Real-Life-Frucht ist zumindest von der Form schon mal ziemlich ähnlich, aber von der Farbe ist es einfach das komplette Gegenteil, denn das ist nämlich eine Babako. Sieht aus wie so ein paar zusammengewachsene Bananen und ist so grünlich-gelblich. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wie die schmeckt, hatte sowas noch nie in der Hand. Also die Frucht meine ich. Nummer 45, die Piapa-Beere. Sie macht genau wie der Vorgänger das gleiche mit den Effekten, nur mit Psycho-Attacken. Und sie kommt aus Pokémon Diamant und Perl. Und man kann Knopse und Pokeriegel mit herstellen. Und ich sollte in Zukunft erwähnen, dass die Beere einfach haargenau das gleiche wie der Vorgänger macht, einfach um Zeit zu sparen, nur halt mit einem anderen Typen. Denn es kommen noch einige Bären. In den meisten Sprachen ist sie wegen ihrem Namen eine Papaya, aber im Japanischen ist sie alleine durch ihr Aussehen schon ein Flaschenkürbis. Ich finde, das Ding sieht echt interessant aus, oder? Nummer 46 ist die Taniga-Beere und hat genau die gleichen Eigenschaften wie die Vorgängerbeere, nur mit den Effekten ist es da mit Käferattacken. Von der Form her könnte die Referenz zur Real-Life-Frucht wirklich stimmen, die ist rot und das ist eine Pitanga. Sie ist auch unter dem Namen Surinamkirsche bekannt. So eine hatte ich schon mal gegessen und sie ist sehr süß, aber leicht bitter beim Abgang. Und manche Exemplare können richtig hart sein. Sie kommt eher im östlichen Südamerika von Suriname bis Uruguay vor, nur nach dem Pflücken wird sie sehr schnell schlecht, denn sie hat eine sehr geringe Haltbarkeit. Und aus diesem Grund wird sie sehr, sehr selten irgendwohin exportiert. Nummer 47 ist die Chiari-Beere. Sie hat die gleichen Eigenschaften wie die Vorgängerbeeren, aber ihre Effekte wirken hier auf Gesteinsattacken. Alleine vom Namen her ist es schon sehr schwer zu referenzieren, dass es eine Artischocke darstellt, aber die Farbe und Form helfen dabei.
Nummer 48 ist die Zitarsperre und sie hat die gleichen Eigenschaften wie die davor, bla bla bla, nur mit Geistattacken. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile verstanden. Aber an welche Real-Life-Frucht soll sie denn basieren? Die reelle Frucht ist nicht rosa, sondern gelb und das ist eine Zitronat-Zitrone. Ja, so ein Ding existiert wirklich und auch die Form passt hier wie die Faust aufs Auge. Guckt's euch an, alles gleich. Wie sie schmeckt? Vermutlich zitronig. Bin ich mir da sicher? Nein, ich hatte so eine noch nie. Kannte sie vor dem Video auch gar nicht. Nummer 49 hat die gleichen Eigenschaften wie alle Bären in diesem Video zuvor auch. Nur mit Drachenattacken ist ihr Effekt ausgelegt. Ja, die Rede ist von der Terrorbär. Teriro. Terrorbäre, ja, nie ist klar, denn natürlich, die Terrorbäre, wer kennt sie nicht? Jetzt wissen wir, wie sich Team Rocket durchfüttert. Die Terrorbäre, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn die wächst. Wachsen da etwa Granatäpfel? Ha, der war eigentlich richtig gut. Alleine von der Größe, Farbe und Form kann sie nur an eine Terihabanchiro referenzieren, denn die ist eng verwandt mit der Erdbeerguave. Vom Hörensagen weiß ich, dass sie extrem süß ist und deswegen kommt sie für mich gar nicht in Frage, weil ich esse fast nur Früchte, die extrem sauer sind. Ich liebe saure Früchte. Ah, geil. Nummer 50 ist die Burleobäre. Sie hat die gleichen Eigenschaften wie alle Bären davor und ihr Effekt ist auf Unlichtattacken ausgelegt. Hier ist die Namensherkunft im Deutschen zum allerersten Mal bei einer Bäre komplett unsicher und gar nicht einig. Sie ist unbekannt. Daher gehen wir erstmal zu den anderen Sprachen und da sind sie sich alle einig, es handelt sich von der Form und von der Größe zumindest um eine Spitzklette. Die Farben passen zwar nicht, aber das hatten wir ja schon öfter. So, Hydropiraten, das waren die 10 Bären aus dieser Folge. Ich würde aber sehr gerne mal wissen, was ist denn so eure Lieblingsbäre? Schreibt's mir in die Kommis. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm gerne einen Haken nach oben da lassen oder ein Abo, das wäre mega. Also Hydropiraten, werft den Ball nicht zu weit, euer Tenmaru. Ciao.